Hallöchen, ihr wilden Wikinger, und herzlich willkommen zu Tag 49 hier in Valheim. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich sehr. Ich habe mir mal wieder einen kleinen Farmtag genommen, habe ein bisschen Kupfer gesammelt, habe ein bisschen verarbeitet und neue Pläne natürlich geschmiedet. Das Problem aktuell ist, wir können leider Gottes, oder wir können schon, können tun wir viel, aber es würde keinen Sinn machen, glaube ich, jetzt in den Sumpf zu gehen, wenn wir nicht vernünftig ausgerüstet sind. Wir haben kaum noch Met und wir haben aktuell auch noch keinen Rübeneintopf. Das dauert alles noch, ne? Das ist das Problem. Unser Rübenfeld ist noch im Aufbau. Das war mein Fehler, dass ich in dieser einen Folge da die ganzen Rüben verballert habe, dummerweise. Das war sau doof, muss man dazu sagen. Deswegen habe ich mir jetzt mal einen kleinen Farmtag genommen und habe so ein paar Sachen hergestellt und so, ne? Also, nicht hergestellt. Ich habe geschmolzen und gefarmt. Viel, viel Kupfer gefarmt. So wie das echte Wikinger halt mal machen. So, und jetzt müssen wir natürlich weiterhin abwarten. Wir können aktuell, es macht keinen Sinn, in den Sumpf zu gehen. Ja, das endet mit Mord und Totschlag. Und zwar für uns. Ja, also das überleben wir nicht. Deswegen habe ich für heute einen Plan geschmiedet. Und zwar gehen wir, jetzt muss ich erstmal noch was gucken. Bronzenägel, genau, die brauchen wir. Und ich möchte endlich eurem Wunsch entsprechen, eurem sehnlichsten Wunsch. Ich möchte mir ein Schild bauen, damit das auch mal erledigt ist. Wobei es macht, glaube ich, nicht so viel Sinn jetzt. Na, wir wechseln gleich mal rüber. Aber jetzt schaue ich erstmal hier. Wir haben nämlich hier noch ein bisschen was. Also wir werden uns auf jeden Fall heute ein Schiffchen bauen. So viel steht schon mal fest. Wir bauen uns ein neues Schiff. Dazu, glaube ich, brauchen wir ja 80... Bronzenägel. Ich hoffe, ich habe das noch richtig im Kopf. Ansonsten haben wir ein bisschen Bronzenägel gecraftet. Die kann man immer wieder mal brauchen. 80 Bronzenägel, 30 Edelholz, 10 Hirschfell, 20 Harz. Okay. Gut. Bauen wir natürlich nicht hier, sondern in der neuen Welt dann. Nehmen wir schon mal. Ach, hier hätten wir noch 10 gehabt. Wow. Ja. Gleich 10 Stück. So, wir haben kein Hirschfell. Das heißt, das müssen wir uns erstmal farmen. Ah, wir haben noch 3. Okay. 3 Hirschfell haben wir noch. So. Was fehlt uns noch? Ja, Hirschfell und Edelholz. Okay. Das farmen wir uns in der neuen Welt. Ach so. Ja, logisch. Logisch, dass das so nicht klappen kann. So. Lagern wir mal schnell wieder ein. Und dann gehen wir rüber. Dann fahren wir uns da schnell ein bisschen Edelholz zusammen und ein bisschen Hirschfelle. Und der Plan ist, dass wir jetzt hier drüben nicht nur ein bisschen farmen, sondern vor allem auch erkunden. Eventuell finden wir ja, das ist ja auch ein Wunsch gewesen, such doch mal den Händler. Ja, Händlersuche ist so eine Sache im Let's Play. Ein bisschen schwierig, sage ich jetzt einfach mal. Weil das kann ja mitunter Stunden dauern. Und ich glaube, das ist nicht sonderlich spannend, stundenlang durch die Gegend zu laufen und ja, mehr oder weniger nichts zu tun. Das heißt, wir können immer wieder nur auf Erkundungstour gehen und vielleicht finden wir ja durch Zufall den Händler hier drüben dann. Könnte sein. Falls nicht, naja, dann ist es halt so. Dann müssen wir halt so lange ohne Händler auskommen, bis wir ihn zufälligerweise mal finden. Ja, ich meine, der kann theoretisch auch hier sein. Ja, das Einzige, was der Fall ist beim Händler, ist, dass er im Dunkelwald-Biom herumläuft. Das ist alles. Mehr wissen wir nicht. Müssen wir gucken. Sag mal, kannst du hier nicht... Du Tauchnase. So. Also, das ist das Problem.
Problem ist, denke ich, gesagt. Und natürlich kann man immer wieder mal, das wurde dann vorgeschlagen, naja, du könntest ja theoretisch mit Timelapses arbeiten und so. Ja, nur irgendwann ist die Timelapse auch ausgeschöpft, sage ich jetzt mal. Wenn du 2 Stunden lang durch die Gegend läufst, da ist, glaube ich, eine Timelapse dann auch nicht mehr so schön. Also, wie gesagt, der muss uns zufällig über den Weg laufen. Ansonsten klappt es einfach nicht. Der Händler, müssen wir schauen, ob wir den mal finden. Aber wie gesagt, Plan ist gemacht. Wir werden jetzt rübergehen und werden, wie gesagt, wir müssen unseren Garten erstmal aufbauen. Ich könnte jetzt einfach tagelang farmen, möchte ich auch irgendwie nicht. Sondern ich will euch ja auch mit Content versorgen. Und da ist es nun mal vonnöten, dass wir so ein bisschen nebenbei was machen, was möglichst auch noch sinnvoll ist. Ich sag mal so, da drüben farmen zu gehen auf der anderen Insel, macht halt Sinn. Die ist noch relativ unverbraucht. Die hier natürlich auch, logischerweise. Aber die ist noch unverbraucht. Und da finden wir vor allem hoffentlich auch ein paar Disteln. Die brauchen wir ja auch. So, jetzt holen wir uns mal das Edelholz schon mal. Fall drauf! Oh, wie langweilig. Viel zu wenig Schaden gemacht. Die Birke. Böse Birke. Ganz böse Birke. Ja, sobald wir wieder mit Essen versorgt sind, mit Rüben versorgt sind und so weiter, ne, dann geht's auch wieder in den Sumpf und dann werden wir auf jeden Fall auch die Grabkammern, nee, Krypten. Die verlassenen Krypten durchfarmen. Durchfarmen. Okay. Bisschen Chaos gestiftet. Darf auch mal sein. Hoppla. Entschuldigung. So, machen wir mal den Uralten hier an. Na, was willst du denn? Du stinkender Nasenbär. Holz brauchen wir eh. Von dem her ist überhaupt kein Thema. Irgendwoher muss ja die Kohle kommen zum Schmelzen. Ich hätte meinen Karren mitnehmen sollen. So, ich mach mir mal... Wir sind nämlich voll. Ja, gut. Ich lauf mal schnell zurück. Und hol den Karren. Den müssen wir erstmal ausräumen. Aha, Nixenschwanz, okay. Ja, ums Essen ist echt nicht gut bestellt gerade, ne? Also, ach ja. Ach so, warte mal. Aber nicht, dass wir jetzt das gute Holz hier verballern. Nee, machen wir nicht. Sehr gut. Okay. So. Mal alles so ein bisschen nur einlagern. Ist jetzt wurscht. Oh, warte mal. Ich glaube, wir haben genug. 10 Hirschfelle. 30 Edelholz. Ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, wir können... Das Holz können wir uns ja ein andermal auch holen. Das ist ja kein Thema. Ich glaube, wir haben soweit alles. Ja, müsste passen. Wo habe ich denn mein Harz jetzt hingeschmissen?
habe ich irgendwo reingelagert, ne? Hier. Ah, 30 Edelholz. Ha! 30 Edelholz. Okay. Gut. Dann bauen wir uns wieder ein wunderschönes Schiffchen. Wie fehlende Ver... Achso. Bumm. So. Ich würde mir aber gern noch schnell was zu essen holen. So, und dann schmeißen wir hier mal noch kurz wieder an. Also ihr seht schon, ne, wir haben gut gefarmt. Wir haben hervorragend gefarmt. Und jetzt brauchen wir halt noch ein bisschen, müssen wir uns mit Standardessen erstmal zufrieden geben, aber für den Dunkelwald reicht es ja locker. Können wir rüberporten? Ja, sehr gut. Wir machen das heute, glaube ich, erstmal so. Zeit ist ja schon relativ weit fortgeschritten. Oh, nice. Huda, huda, der Met ist da. Die Zeit ist ja schon ein bisschen fortgeschritten, bis wir jetzt in die Gänge kommen und so, ne? Lohnt sich jetzt kaum noch, dass wir großartig losziehen. Das heißt, wir werden das so machen. Wir gehen heute per Portal rüber. Und farmen so schon mal ein bisschen. So, noch ein bisschen Fleisch mitnehmen, beziehungsweise Nixenschwänzchen. Weil, wie gesagt, da läuft es auch nicht ganz so gut. In Essen haben wir echt Probleme gerade. Essen läuft nicht. Was aber, wie ich gestehen muss, an meiner eigenen Dummheit liegt. So. Die sind fertig, oder? Nein. Oh, aber fast. So, ich habe ein paar Karottensamen bekommen. Karotten sind zum Teil fertig, oder? Ja, nicht alle, aber... Die Rüben wären's. Wir brauchen viel, viel mehr Rüben. Die Rüben sind unsere Schwachstelle. Die müssten bald fertig sein. Hoffe ich. Und dann kochen wir uns da was Schönes draus. So, machen wir mal schnell hier Karottensaat. Zwei Stück. Oder drei Stück. Sobald die fertig sind, können wir sie neu anpflanzen. Haha, weil wir brauchen viel, viel mehr. Shit, jetzt habe ich es nochmal gemacht. Ich dödel. Ich wollte doch losziehen. Ach, weißt du was? Das eine Fleisch. Das schöne Fleisch. Ja, ist mir egal jetzt. Ich will jetzt los. Wir werden nicht großartig farmen, sondern einfach ein bisschen herumlaufen. Und dann schauen wir mal, was wir so drüben... Was wir drüben so finden. Wir haben ja das Portal, ne? Das ist ja das Schöne. Und vielleicht haben wir Glück. So oder so wäre es schon mal ganz nice, wenn wir hier auf dieser Seite jetzt ein bisschen Disteln finden würden. Und das Gute ist, wir können da mit dem Schiff schön hin und her fahren, ne? Das ist überhaupt kein Thema hier. Das läuft auf jeden Fall. Das Einzige, was nicht so läuft, ist, dass da eine Seeschlange ist. Aber, naja, die müssen wir dann halt mal töten. Vielleicht. Achso, ich sollte mir eventuell... Moment, ich glaube, wir müssen mal schnell zurück. Es tut mir leid. Oh, Disteln. Nice. Wir müssen uns das Portal mal markieren, weil sonst sind wir hier sehr lange auf der Suche. So. Portal. So. Gut, los geht's. Ab in den Wald.
Mit viel Gewalt. Oh, da ist Kupfer. Und ein Troll. Ach, wie schön. Ein Kupfertroll, das ist eine ganz seltene Spezies. Die sind sehr empfindsam. Die Kupfertrolle. Ganz sanfte Wesen. Was willst du hier eigentlich? Was willst du? Daneben. Daneben. Ganz empfindsame Wesen, sage ich euch. Diese Kupfertrolle. Ich bin froh, dass sie ihm keine Weichteile unten rangepackt haben, sonst hätten wir jetzt einen kleinen Trollschniedel gesehen. Das wäre sehr lustig gewesen, wir hätten uns alle sehr gefreut, aber naja, ne? Muss nicht sein. Der Trollschniedi, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Ganz empfindsame Wesen. Mit ganz kleinen Schniedis. Die Kupfertrolle. Au. Sag mal, könnt ihr nicht irgendwas Vernünftiges droppen, wie Disteln oder so? Das wäre cool, liebe Grauzwerge. Macht doch mal was. Macht doch mal was, dann seid ihr auch beliebter. So wie ihr jetzt seid, seid ihr einfach nur nervig, liebe Trolle. Zwerge. Trolle sind natürlich spitze. Wir alle lieben Trolle. Oh, da sind... Da ist Distel und Skelett. Nee, doch nicht. Nur Zwerg, okay. Nehme ich auch. Aber Karotten ist auch hier. Alles, was wir halt nicht brauchen, ne? Und ein Heilemann. Die Schamanen sind ja eigentlich ein guter Vorgeschmack auf das, was uns dann im Sumpf erwartet immer, ne? Mit Gift und so. Ist eigentlich cool, cool gelöst. Ich höre was, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Ach, Kupfer. Nicht das, was aktuell bräuchten, so wirklich, aber... Zumindest nicht hier, in der neuen Welt. In der ganz neuen Welt. Das ist ja hier die super duper neue Welt. Aber gibt sehr viel Kupfer hier. Das muss man im Spielchen lassen. Ui. Uiuiuiui. Komm her. Wir geben uns jetzt beide auf die Mütze, bis einer weint. Und dann zerstöre ich euer Dorf und alle sind traurig. Außer Bombi Thorsson. Der ist glücklich. Der freut sich immer. So. Aber es ist eigentlich schon geil, auch so durch den Dunkelwald zu laufen. Es macht schon auch ein bisschen Spaß.
Nur würde ich es halt nicht stundenlang machen wollen, wisst ihr? Das ist das Problem. Also stundenlang im Let's Play. Privat wäre mir das überhaupt... Wäre mir das total egal. Privat würde ich jederzeit das machen, aber... Im Let's Play muss es nicht sein. Aber wer weiß, vielleicht werden wir ja hier irgendwie fündig. Wir sollten langsam, glaube ich, wieder zurücklaufen. Es wird finster. Es wird duster. So schön es gerade ist und so viel Spaß ich habe, es wird zappenduster. Und nachts gibt es nur noch mehr von den Nasen hier. So. Gut. Es ist Nacht, wir gehen heim. Oh, Disteln. Das Wichtigste haben wir auf jeden Fall bekommen heute, ne? Wir haben haufenweise Disteln. Also nicht haufenweise, aber so ein bisschen. Wie viel haben wir? 16 Stück. Das reicht fürs Erste. Also es reicht nicht, aber es ist ein netter Anfang. So, ich lege jetzt mal keine Wurst nach. Stellen wir uns gleich frisch her. Die alte abgeranzte Wurst esse ich jetzt nicht. So, ab nach Hause. Und in der nächsten Folge werden wir dann mit dem Schiff wahrscheinlich hier rüberfahren. Machen wir eine kleine Überfahrt. So, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Kurz mal. Ach, guck mal, Kohlefleisch. Was? Das ist nicht verbrannt? Wurde das geändert? Ich weiß noch, es wurde doch... Wenn du Fleisch zu lange am Haken gelassen hast, dann ist es doch immer verbrannt. Ist das jetzt nicht mehr der Fall? So, schauen wir mal. Kessel. Würste. Genau, wir können wieder Würste herstellen. Das möchte ich tun. Das machen wir noch schnell. Wup, wup. Genau. Wup, wup. Ein paar Würstel herstellen. Jetzt habe ich wieder vergessen. Mensch, Kurzzeitgedächtnis. Du Aloch. Ach, Fleisch. Fleisch gehört auch rein. Okay. Ein bisschen Fleisch noch dazu. Schubidubidu. Ach, Inventar ist voll. Ja. So. Ist ja nicht so, dass Würste stacken. Hust. So, reicht. 18 Würste. Dann belegen sie nämlich nicht zwei Plätze. Wunderbärchen. So. Gut. Gut, 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 gut. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen einlagern. Das mache ich aber dann privat. Einlagern, in der neuen Welt noch ganz schnell ein bisschen Aufträge vergeben. Das gehört dazu. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit der großen Überfahrt. Oder der kleinen Überfahrt. Und dem Wald. Genau. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Like und schreibt mir einen lieben Kommentar. Freue ich mich sehr drüber. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.